Die sind perfekt. Introspective about my dying days. Hallo, willkommen bei Kussis Deko-Tipps. Wie versprochen, lösen wir heute das Rätsel, was wir mit den Buchecker Cooles machen. Und natürlich schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir fahren jetzt heim und machen Buchecker-Kugeln. Aber das machen wir wieder auf unseren Terrassentisch. Und ich freue mich schon drauf, weil das ist wieder so eine meditative Arbeit. Da kommt man runter. Wir brauchen eine Kugel, Steckschwammkugel und die Buchecker. Und wer der Niklas noch klein war, habe ich das öfter gemacht mit ihm und er hat das geliebt. Also das ist wirklich was, was mit Kindern machen könnt, weil eigentlich wird der Buch, das wird nur da eine gesteckt und einfach eins nach dem anderen und das wird dann so eine Buchecker-Kugel. Also das ist eine Arbeit, was man mit Kindern machen kann. Valentina, magst du mir schnell helfen? Wenn es zu mir und man kommst, wenn es der gleiche ist, aber du bist halt auf Film. Ja, das wissen wir, okay. Ist okay, sehr gut. Einfach die Mietstühle nehmen und einfach eine Stück. Okay, wie eng machst du das? Ganz eng, also man sollte nicht den Steckschwamm sehen. Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. That tastes like spring.
doch cool. Man kann das auch einfach ohne Kerzenspieße so als Dekokugel wo hinlegen. Schaut auch cool aus, sozusagen Kürbis dazu. Aber ich wollte das einfach zeigen, weil das ist super leicht, super einfach und schaut einfach voll cool aus. Fertig ist unser Buchecker-Deko. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist auch alles Set bei uns im Webshop. Jetzt noch minus 10% auf alle Herbstdekorationen und Kürbisse. Ich hoffe, ich habe euch inspirieren können. Wenn euch mein Video gefallen hat, gern abonnieren. Das kostet nichts. Liken oder einen Kommentar schreiben, da freue ich mich immer. Und ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr seid am Sonntag wieder mit dabei. Ciao.